herzlich willkommen zu einer Reihe rund um Mitbringspiele, Reisespiele, vielleicht auch Spiele für die Einschulung. Also ihr habt hier eine große Auswahl. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem Video, was sich einige von euch gewünscht haben, weil es ging um Spiele für die Schultüte, aber auch dem Wunsch, Spiele vorzustellen für unterwegs, also Mitbringspiele, kleinhandlich, je nachdem für die Autofahrt. Ich habe teilweise aber auch schon Videos gemacht, die liegen auch gar nicht so lange zurück, also die blende ich jetzt je nachdem auch parallel ein oder im Verlauf des Videos, da findet ihr auf jeden Fall eine große Auswahl. Schaut da auf jeden Fall mal rein und da wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen, weil wenn ihr das ein oder andere Spiel holt, gerne über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns nämlich automatisch. Jetzt wollen wir aber gar nicht so viel auf die Werbung einsteigen, sondern eher auf die Spiele, die ich euch vorstelle. Und klein und kompakt soll es sein. Ja, und das Spiel ist schon ein bisschen älter und ich bin nach wie vor der Meinung, es müssen nicht immer die neuesten Spiele sein. Teilweise bekommt ihr auch die günstig. Warum Memoir? Das ist ein Spiel idealerweise auch für die Einschulung, weil ich habe eine Brettspiel-AG mal gemacht in der ersten Klasse. Ja, heutzutage ist ja alles schwieriger. Damals war das noch alles ohne Probleme, ohne Corona. Und da kam dieses Spiel als eines der Top-Spiele super an. Und es ist klein und kompakt, gibt es schon 2 Jahre auf dem Markt. Damals ab 8 Jahre haben sie draufgeschrieben, mittlerweile ab 6 Jahre. Altersspanne hätte ich jetzt mal gesagt, 6 bis 8, 9 Jahre auf jeden Fall. Vielleicht schaut der ein oder andere auch zu und sucht einfach was für daheim, für die Familie. Da ist das Spiel wirklich toll. Es ist so ein Merkspiel, so ein Memo-Spiel, aber was Besonderes, weil Memo-Spiele gibt es ja eigentlich schon sehr viele. Aber hier muss man sich Hintergrund und Tier merken und die parallelen Kärtchen aufdecken. Man spielt gegeneinander oder in Teams und das habe ich teilweise schon mit 8 Kindern gleichzeitig gespielt. Das funktioniert super. Da macht man einfach 2 Teams, lässt sich aber auch super in der Familie spielen. Das ist auf jeden Fall der erste Tipp. Den kann ich ganz klar empfehlen. Ein weiterer Tipp ist Famini und ich meine, ich habe es jetzt im Kopf, aus dem Hause Loki. Wie gesagt, das war aus dem Hause Pegasus Spiele, aber Loki ab 5 Jahre ist durchaus auch ein Spiel, was ich empfehlen kann und ich glaube, das war sogar auf der Empfehlungsliste Kinderspiel des Jahres. Geht recht schnell. Gibt es verschiedene Varianten, kooperativ, aber auch quasi gegeneinander zu spielen. Und das Ganze geht flott. 1 bis 4 Spieler. Kleinhandlich, kompakt. Schaut mal, also das passt auf jeden Fall in jede Schultüte rein. Die Regeln sind auch gar nicht mal so schwer. Ja, klein und kompakt soll es auch sein. Und deswegen bleiben wir einfach bei der Kamera. Ich glaube, da kommt noch mal eins. Aber auf jeden Fall, da haben wir es. Wunschmaschine. Das sind so 3 Spiele, die mag die Alina momentan sehr gerne. Und wie gesagt, sie kommt ja auch in die Schule. Und das sind in dem Fall 2 Spiele aus dem Bereich Igel-Spiele, Igel-Minis. Klein, handlich, kompakt, kosten auch nicht so viel Geld. Das hier ist von Helvetik, das Spiel. Ist auch richtig schön gemacht, was die Illustration angeht. Übrigens zu allen gibt es ein Video, schaut da einfach mal rein, ob das was wäre. Die kosten auch nicht allzu viel. Und ja, das sind in dem Fall 3 kleine handliche Spiele. Wunschmaschine ist momentan eins der Top-Spiele von der Alina, die mag sie. Und da merkt man, auch kleine Spiele können durchaus überzeugen. Hier geht es darum, sich Sachen zu merken, wie hier in dem Bereich dann auch. Hier in dem Fall ganz bisschen verrückt, mit verschiedenen Motiven, die quasi wie so eine auf Glas gemalt werden, wo die Kartenmotive dann dargestellt werden, um natürlich die Karten perfekt anzulegen. Also 3 kleine, einfache Spiele, durchaus was für zwischendurch. So, wir sind gleich beim nächsten Spiel. Und Logikspiele. Und ich glaube, da habe ich auch mal so eine Reihe Solo-Spiele gemacht. Das ist momentan das Lieblings-Solo-Spiel von der Alina, IQ Stars. Ein, ja, in dem Fall Logikspiel, auch ideal für die Reise. Schaut mal, das könnt ihr einfach so spielen, aufklappen und dann könnt ihr das einfach so versetzen. Weil Aufgabe des Spiels, ich reiße es ganz kurz an, das sind hier natürlich verschiedene Aufgaben, das Ganze in dem Fall nach Vorlage anzulegen und die restlichen Spielsteine muss man dann praktisch dann platzieren, so das Ganze auch passt und stimmig ist. Sieht einfacher aus, hat aber etliche Aufgaben. Haben wir auch schon Einzelvideos gemacht. Ich glaube, 100 Aufgaben sind es mittlerweile. Die Lösungen sind da auch hinterlegt. Und das Ganze handlich kompakt. Die Anleitung braucht ja sicherlich irgendwann gar nicht mehr. Und das auch super als Schultüte Mitbringspiel für die Reise. Gibt sehr viele Spiele aus dem Bereich IQ. In dem Fall IQ Stars. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
Das nächste Spiel, und das muss ich einfach zeigen, weil das hat doch ein bisschen große Welle geschlagen, in dem Fall ist Heckmeck, weil es ist für mich nach wie vor eins der besten Würfelspiele. Kann man schon sagen, für die Familie. Es gibt das Ganze übrigens auch als kleinere Ausgabe Junior. Da ist es ab 5 Jahre, da ab 8 Jahre sind die Kinder aber ein bisschen spielerfahren. Dann könnt ihr schon mit dem Großen spielen. Das auf jeden Fall, wobei wir machen beide Spaß. Alina spielt beide gerne. Momentan ist sie noch ein bisschen mehr praktisch bei diesem Heckmeck Junior, aber es geht nicht mal lange. Gerade ja, wenn sie Richtung 7 Jahre geht, dann kann man durchaus mit dem Spiel anfangen. Für Jüngere bietet sich aber auf jeden Fall das an. Und seid ihr noch nicht spielerfahren, dann bleibt auf jeden Fall bei dem Spiel. Hier geht es ja darum zu würfeln in dem Fall. Ich glaube, hier auf der Rückseite sieht man es ein bisschen mehr. Passende Kombination zu würfeln, ein bisschen zählen, ein bisschen rechnen, deswegen auch das Ganze ab 8 Jahre. Und hier geht es natürlich darum, den richtigen Wert zu erwürfen, um sich die jeweiligen Würmer zu schnappen, weil die Würmer sind am Schluss natürlich auch Pluspunkte. So, das nächste Spiel. Ei, ich mag es nicht, aber mir muss ja auch nicht jedes Spiel gefallen. Aber die Alina mag Ligretto, die Mama mag es auch. Und hier gibt es eine kleine Ausgabe, Ligretto, jedenfalls Kids. Hier geht es nämlich um die Farben und hier um die Tiere, die passenden Tiere bzw. Farben schnell auf einzelnen Stapel auszuspielen, sodass man quasi keine Karten mehr übrig hat. Angegeben ist das Ganze ab 5 Jahre für 2 bis 5 Spieler. Wer es ein bisschen ja, verrückt, ein bisschen hektisch mag, Jacques Zeime, das ist ja bekannt dafür, Doodle-Doo. Schaut mal in unser Video rein, sofern ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist die Extremversion. Ganz verrückt, ein schnelles Spiel in dem Fall, wo einfach der Spaß im Vordergrund steht. Ein Hektikspiel, ja, nicht unbedingt Papa sein Liebling, aber das spielt die Alina schon gerne, obwohl es hier ab 8 draufsteht. Natürlich haben manche Tiere ein paar Besonderheiten, beziehungsweise Kombinationen haben Besonderheiten, aber schaut man das Video rein, ab 8 Jahre passt durchaus, wenn die Kinder ein bisschen spielerfahren sind, dann ab 7. So, dann machen wir weiter mit, ja, ich habe gleich beide Spiele, Skip Bo, kennt der ein oder andere, vielleicht stelle ich euch irgendwann auch mal das Brettspiel vor, aber momentan reicht uns persönlich das Skip-Bo-Kartenspiel. Tolles Kartenspiel für zwischendurch, ab 7 Jahre. Auch so ein Spiel durchaus, auch perfekt für erste Klasse, aber auch als Mitbringspiel für den Urlaub. Und wer das Ganze ein bisschen ja, ruhiger, nicht so anspruchsvoll mag, der holt sich einfach 6 nimmt. Ja, 6 nimmt der Klassiker hier mit Junior, in der Junior-Version mit den verschiedenen Tieren. Hier geht es weniger um die Zahlen, sondern hier geht es um die Symbole, also um die Tiere, die hier passend angelegt werden in die einzelnen Reihen bzw. Spalten und das Ganze für 2 bis 5 Spieler. So, das Spiel wollte ich euch unbedingt zeigen, weil die sind schon ein bisschen verrückt und viele haben sich totgelacht bei unseren Videos zu diesen beiden Spielen, wie viel Spaß wir gehabt haben, weil quasi bei diesen Spielen darf man auch mogeln. So nenne ich es jetzt einfach mal. Es gibt etwas eine einfache Variante, das ist in dem Fall Mogelmotte, ein bisschen anspruchsvoller, ist jetzt Räuber-Raupe, beide geben sich aber nichts, sind absolute Fun-Spiele. Altersangabe, muss ich mal schauen, was hier drauf steht. Ab 7 hätte ich auch gesagt. Also 6 Jahre sportlich eher ab 7, 8 Jahre, da habt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß. Alina und Elias spielen sehr gerne, also da kommt ihr auch auf eure Kosten. Wer sowas dann sucht, findet auf jeden Fall auch hier das passende Spiel. Ein kleines Mitbringspiel, je nachdem aber auch für die Schultüte, für unterwegs, für die Autofahrt. Und ja, ich glaube, da habe ich auch schon ein Video gemacht für Autofahrten. Also hier in deinem Fall Magnetspiele, ideal für unterwegs, weil ja, hier kann man spielen praktisch auf der Rücksitzbank in dem Fall und löst hier die einzelnen Aufgaben, die hier angegeben sind. Das heißt, gewisse Vorgaben sind vorhanden und dann müssen quasi die restlichen Teile hier einfach platziert werden. Wie gesagt, ein schnelles Spiel für zwischendurch, das Ganze magnetisch perfekt handlich. Gar nicht mal so, ja, so problematisch, das unterwegs mitzunehmen, weil hier hält alles, hier fliegt nichts raus, was den Bereich angeht. Also auch ein tolles Spiel. Ja, eines der Spiele war ja auch quasi ja, nominiert zum Kinderspiel des Jahres und das ist Roboter, spielt die Alina sehr gerne. Ein Spiel, wo es darum geht, Zeit und Geschwindigkeit eines Spielers gut einzuschätzen in dem Fall. Da könnt ihr mal in das Video schauen. Empfehlung ist ab 5 Jahre, kann aber durchaus können etwas ältere spielen. Da habt ihr überhaupt kein Problem. Also das kriegen auch 7-, 8-Jährige gut hin. Das Problem ist eher das richtige Einschätzen der Zeit, aber das lernt man im Spielverlauf. Was haben wir hier? Wieder 2 kleine, also es geht Schlag auf Schlag. Für den einen oder anderen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, aber es soll einfach so ein kleiner Überblick sein.
Ja, auch hier, das ist auch ein tolles Spiel, so ein Bauspiel, wo Karten aufeinander gestapelt werden. Da denkt man immer, ja, das spielt man einmal und das war's, aber auch in dem Lieblingsregal von der Alina, weil es ist gar nicht so einfach, die einzelnen Karten aufeinander zu stapeln, ohne dass sie runterrutschen. Und es gibt es auch in verschiedenen größeren Spielen, aber ich habe ja gesagt, das sind die kleinen Mitbringspiele, je nachdem als Geschenktipp sogar für euch. 1 bis 4 Spieler, 10 Minuten Spielzeit, geht teilweise kürzer, 5 Minuten und ab 5 Jahre angegeben. Auch ein wunderschönes Spiel, eher an die, ja, es steht noch bei der Alina im Lieblingsregal, also lasst euch nicht aber abschrecken, wenn hier 4 Jahre steht. Nicht jedes Kind ja, spielt oft in dem Fall und dann können es auch ein paar einfacher Spiele sein. Und das ist jetzt so ein Spiel aus dem Hause Amigo, 4 Jahre, 2 bis 4 Spieler. Ja, und hier würfeln, Tiere finden, Karte umdrehen, das Ganze passend. Sieht einfacher aus, hat aber durchaus ein paar knackige Elemente und deswegen spielt es nach wie vor die Alina sehr gerne. Ja, ob das Ganze jetzt in die Schultüte passt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, könnte je nach Größe noch durchaus passen. Die beiden Spiele findet die Alina super. Die kann man nämlich selber spielen, alleine spielen. Habe ich euch auch schon vorgestellt. Ich hoffe, man sieht es hier teilweise von der Kameraeinstellung. Es wird einfach so aufgeklappt und dann nimmt man sich eine Karte dann raus. Ich nehme jetzt einfach mal eine beliebige und dann geht es darum, quasi die Unterschiede, jetzt habe ich die andere Karte drin gelassen, die Unterschiede von 2 Karten zu finden. Moment, vielleicht finde ich hier mal 2. Jetzt habe ich der Alina alles durcheinander gebracht. Ich muss hier nachher das sortieren. Das heißt, man hat hier 2 Kärtchen und versucht jetzt die Unterschiede zu finden. Das Ganze möglichst auf Schnelligkeit. Und man kann das alleine spielen, aber auch gegeneinander spielen. Die Alina hat sehr viel Spaß mit dem Spiel. Es sind etliche Motive dabei. Also da kommt sie nach wie vor auf ihre Kosten. Und das macht auch Spaß, mit Jung und Alt zu spielen. Es hat einige einfache Regeln. Und hier, ja, Brainbox heißt das Ganze, in 2 Boxen. Altersempfehlung hätte ich jetzt mal gesagt. Ihr habt 6 steht drauf, kriegen aber durchaus die Jüngere hin. Dann habe ich noch so ein kleines Spiel für zwischendurch. Gold. Ja, ihr wollt ja auch ein paar kleine Mitbringspiele. Und Game Factory hat viele solche kleine Spiele. Ich nehme jetzt einfach mal obligatorisch das Gold, was wir euch auch schon vorgestellt haben, wo der Papa immer ein bisschen zu viel riskiert, wo Plättchen abgegriffen werden, wo es natürlich um viel Gold geht. Und hier sind die Karten als Chips hinterlegt. Schaut mal, richtig handlich auf jeden Fall für die Schultüte oder für unterwegs. Ab 6 Jahre ist hier die Altersangabe. Ja, 2 etwas größere Spiele, aber ich glaube, das passt. Vom Rahmen passt es auf jeden Fall noch, weil die Alina spielt es gerne. Und ihr mögt ja durch, oder viele mögen ja solche Deduktionsspiele. In dem Fall, da gibt es auch Solo-Spiele, so à la Cluedo etc. Und das ist eine positive Überraschung. Aus meiner Sicht nach wie vor wirklich ein tolles Spiel. Ab 7 Jahre, ab 6, je nachdem, wenn das mit Jüngeren spielt auch, geht Richtung, ja, bis 8-9 Jahre könnt ihr spielen. Club der Tatzen haben wir euch auch schon vorgestellt. Da steckt einiges drin in der Box, was man am Material sieht. Es geht natürlich darum, andere Muster richtig zuzuordnen, die geheime Identitäten herauszufinden. Es macht richtig Spaß und gefällt, ja, groß und klein. Ein Spiel, was sehr oft bei mir eingeblendet wird und sehr oft in etlichen Videos erscheint, ist Speed Colors, in dem Fall aus dem Hause Game Factory. Altersangabe ab 5 Jahre, aber das kann man auch spielen, ja, hätte ich mal gesagt, bis 7-8 Jahre durchaus. Nach wie vor bei der Alina im Lieblingsregal. Man hat hier einfach eine Karte, merkt sich die einzelne Farbe, dreht die dann um und muss dann mit verschiedenen Farbstiften, die hier in der Box sind, die halten mittlerweile auch wirklich sehr, sehr lange, gibt es auch Ersatzstifte und weitere Karten, muss man hier aus dem Gedanken raus, wie man es sich hier gemerkt hat, das farblich richtig einzeichnen. Und für die richtigen Übereinstimmungen gibt es je nachdem 1 bzw. 2 Punkte. Es ist richtig ausgemalt bzw. vollständig ausgemalt und die markiert man dann quasi in so einer Schlange und dann spielt man praktisch, bis man die Schlange dann vollständig dann hat. Puh, war das jetzt euch zu schnell? War es zu langsam? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Teilweise lege ich ja dann doch ein bisschen Speed zu, aber es gibt zu ganz, ich glaube, zu allen Spielen gibt es Videos. Da müsst ihr es euch notieren. Ich kann nicht immer alles parallel einblenden. Geht nicht. Ich glaube, bis zu 5 sind begrenzt, dass ihr das auch mal wisst. Ich wiederhole es ja auch gerne. Das sind gewisse Vorgaben, die man natürlich auch erfüllen muss. Aber wenn euch jetzt noch weitere Kinderspiele einfallen, ich habe jetzt extra so kleine handliche genommen, die bei meinen Kindern auch super ankommen und die mir auch gut gefallen. Es gibt bei Weitem natürlich mehr
Ich habe da hinten noch ein paar gesehen, aber das soll eine kleine Auswahl sein. Und ich hoffe, der eine oder andere findet jetzt da durchaus ein Spiel als Mitbringspiel, als Urlaubsspiel, als Spiel für die Einschulung. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles beziffere in der Beschreibung, aber da gab es auch parallel schon einige Videos. Vielleicht findet der eine oder andere jetzt ja auch ein neues Spiel, wo er sagt, das kenne ich ja noch gar nicht. Teilweise sind es auch richtig viele Videos, die ich dann teilweise veröffentliche. Da kommt man ja kaum hinterher. Müsst ihr auch gar nicht. Pickt euch das raus, was ihr sehen wollt, auf was ihr Lust habt. Mittlerweile gibt es Playlisten nach Alter sortiert. Aber das soll jetzt eine kleine Übersicht sein. Ich werde wahrscheinlich auch das Video unter Toplisten dann hinterlegen, sodass ihr das auch seht. Und da gibt es auch bei weitem mehr Spiele. Also wühlt euch einfach mal ein bisschen durch. Ihr solltet auf jeden Fall was finden. Ja, wenn euch noch was einfällt oder wenn ihr da eine Anmerkung habt zu dem einen oder anderen Spiel, gerne in die Kommentare. Mir ist es wichtig, mit euch den Austausch zu halten. Nicht nur auf sozialen Netzwerken, wo das richtig extrem, richtig toll, viel Spaß macht. Auch auf YouTube könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Es geht nicht bei jedem Video, gerade wenn Kinder eingebunden werden. Ist natürlich die Vorgabe sehr streng, aber bei solchen Videos in dem Fall ist das möglich. Und wenn euch da noch was einfällt, was ihr jetzt noch als Vorschläge habt, was ihr als Mitbringspiel in den Urlaub nehmt, was euch einfällt, gerne in die Kommentare. Andere lesen das nämlich auch sehr gerne, aber auch ich. Und deswegen beschließe ich das Ganze. Ich freue mich auf einige Kommentare von euch und ja, freue mich auf ein weiteres Video. Jetzt habe ich es ja schon erwähnt, Mitbringspiele für Erwachsene. Schauen wir einfach mal, aber da werde ich euch auch noch eine Kleinigkeit vorstellen. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut, bis bald.